Das nächste Modell ist eine Fiat G91 von Seebart, eine Schaumwaffel, wie man so schön sagt. Pilot ist Peter Drumm. Der Antrieb ist in dem Fall hier eine nüchterne Impeller, wie es sonst bei diesem Modell üblich ist, sondern hier mit einer Kolibri-Turbine ausgestattet. So, ich habe gerade noch ein paar Informationen gekriegt für das nächste Modell. Aber jetzt nochmal hier zur G91 von Fiat. Auch die bauen Flugzeuge, jawohl. Das ist eine Kolibri T25-Turbine der Firma Lambert Mikroturbinen. Und hier fliegt praktisch die kleinste Turbine der Welt. Die ist nicht größer als eine Kolibri. Mit dieser Turbine haben sie Leistungsdaten, die liegen bei rund 2,7 Kilogramm Schub. Die ganze Turbine hat nur einen Durchmesser von 5,5 cm, wiegt 255 Gramm und hat unter Volllast eine Umdrehungszahl von 245.000 Umdrehungen. For the international audience, this model that you see is a Fiat G91 from Seebart. The pilot is Peter Drumm and he flies with a turbine, the Colibri T25 from Lambert Microturbines. And the data of the turbines is usually the smallest turbine of the world. We have a diameter of 5.15 centimeters. We have a weight of 255 grams. And the max RPM is about 245,000. So we have a thrust of 2.7 kilogram. And with this turbine, this little jet has so much power. What a great flight with this little jet. Now he comes in for landing. From left to right, Fiat G91. With brake parachute. Special effect. So, das nächste Modell, was wir sehen, ist von Sonnenhof Modellbau GmbH, eine Pilatus 15.9M.